Was am Mittwochmorgen auf der B4 Ortsausgang Reußen im Kreis Sömmerda passierte, hätte leicht zu einer Katastrophe führen können. Ein Gefahrguttransporter war von der Straße nach links abgekommen, fuhr einen Mast und einen Verkehrsspiegel um, danach ins Gebüsch und verschob dabei noch einen Metallzaun einer ehemaligen Mosterei. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt und 7 Kameraden der ortsansässigen Feuerwehr befreiten ihn und das Fahrzeug aus der misslichen Lage. Glücklicherweise nahm das Ganze ein gutes Ende, es hätte aber auch anders ausgehen können. Die Fracht des Unfallfahrzeuges: Xylole, Dimethylbenzole und Terpentinersatz. Alles brennbare Flüssigkeiten. Bei einem Leck am Transporter hätte die Feuerwehr Großalarm auslösen müssen. Die auslaufenden Flüssigkeiten hätten zudem im Erdreich oder den naheliegenden Gewässern zu einer Umweltkatastrophe geführt. Soweit kam es aber nicht und der Gefahrguttransporter konnte sich am Ende auch noch aus eigener Kraft befreien.